Gina. Ja? Ich gehöre 2 Stunden Ihnen. 2 Stunden? Ich tue alles, was Sie wollen. Alles? Denken Sie, Sie könnten mein Haus putzen? Was? Vielen Dank, dass ihr einen Sexarbeiter zu mir nach Hause geschickt habt. Aber wenn mir danach ist, dann finde ich das in meiner Ehe. Machst du das Licht aus? Gute Nacht. Du hast seit 5 Jahren nicht mehr an meinen Geburtstag gedacht. Es gab eine Umstrukturierung. Tut mir leid. Ich finde, sie hat recht, Leute. Ist ja nicht so, als würden wir Singles dauernd zum Zug kommen. Entgegen allem Anschein haben wir Sex noch nicht abgeschrieben. Und die Putzerei kotzt uns an. Klingt gar nicht so schlecht. Ein Mann, der für dich putzt. Ich glaube, dass es viele Frauen gibt, denen es gefallen würde, wenn ein Mann bei ihnen zu Hause sauber macht. Und sie würden dafür bezahlen. Fürs Putzen oder für Sex? Ich würde gern ein Angebot für das Umzugsunternehmen Please to Move You machen. Sie können uns helfen? Wir reinigen Häuser und, naja, liefern Orgasmen. Wir garantieren mindestens einen Orgasmus. Sind Sie die mit dieser Hausreinigung? Ich habe gehört, die wäre richtig gut. Kein Winkel bleibt ihm verborgen. Wenn ich dafür bezahle, will ich ganz viel Spannung. Langsam steigern und dann wieder ablassen. Ein Wahnsinn an Vorspiel. Und dann... das totale Nirvana. Frauen sind nicht leicht zufriedenzustellen. Jede wünscht sich etwas komplett anderes. Was ist, wenn er mich nicht mag? Warum sollte er dich nicht mögen? Ich muss mich erst vergessen, bevor ich loslegen kann. Es geht eher darum, sich wieder zu erinnern. Ihr Job ist es also, Orgasmen zu liefern. Das ist nicht verboten. Wir haben uns erkundigt. Wir erfüllen ein Bedürfnis für all jene Frauen, die sexuell gesehen keinerlei Beachtung bekommen. Ja. Sex. Vergnügen. Seriosität. Diskretion. Die geilste Nummer des Jahres. Ich dachte, jeder darf mal. Seriosität klingt gut.